7 Wochen sind vergangen, seit wir Enroth verlassen haben. Sklaven, die wir aus der Hand der Regnaner befreiten, berichten von Unruhen in Eratia. Ich fürchte, die Gerüchte sind wahr. Dennoch muss ich den Beweis mit eigenen Augen sehen. Der Ozean war so gnädig, die Gefallenen an seinen Ufern zu begraben. Doch über den rauchenden Ruinen von Cloudfire lag der Hauch des Todes. Es gab keine Überlebenden, nur das Schlachtfeld erzählte das Geschehen. Außer der massiven Zerstörung deutet die Anwesenheit von Minotauren auf eine plündernde Bande hin. Trotzdem war das Heer gut organisiert. Das Werk der Dungeon Overlords. Offensichtlich waren die Zauberer vorbereitet, wurden aber dennoch überrannt. Diese Gräueltaten zerreißen mein Herz und schüren meinen Hass. Eratias Banner muss respektiert und gefürchtet werden, aber niemals in Eid. Ich denke an meinen geliebten Roland und meinen Sohn Nikolai und wie weit mich dieser Krieg von ihnen fortträgt. Aber meine Aufgabe ist klar. Das Königreich meines Vaters muss überleben. Eratia darf nicht in die Hände seiner Gegner fallen. Ja, und damit willkommen, ihr Lieben. Ja, ihr seht ganz recht, Sluxy nimmt mal wieder ein Projekt auf. Heroes of Might and Magic 3 in der HD-Edition. Ja, ein rundenbasierendes Strategiespiel, was mich lange durch meine Kindheit begleitet hat. Es ist schon ein ewig altes Spiel, aber es ist, oh, das Gameplay ist so geil. Oh, ich hab's geliebt damals und ich lieb's heute immer noch und es macht einfach mega Fun, das Game zu zocken. Also da kannst du Stunden reinhängen und es wird nicht langweilig. Das ist eins der wenigen Spiele, die kannst 3 Milliarden Mal hintereinander spielen und die werden nicht langweilig. Gleich mal vorneweg ein großes Dankeschön an den lieben Graf Valnar, der auch viele Stunden investiert hat, um mit mir das Spiel halbwegs zum Laufen zu bringen. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Spiel selbst liegt, weil andere Let's Player kriegen es ja auch geschissen. Oder an meinem Computer oder an meiner Grafikkarte, die sich mit meinem Prozessor beißt. Whatever, ich habe davon eh nicht so viel Ahnung. Ich bin ja da nicht so technisch bewandert. Auf jeden Fall haben wir es jetzt größtenteils zum Laufen gebracht. Auch so, dass ich es aufnehmen kann. Ihr seht, der Mauscursor hier. Ich hoffe, ihr seht ihn. Der flackert jetzt hier so in der Gegend rum. Den habe ich mit Fraps die ganze Zeit nicht aufnehmen können. Ich bin jetzt umgestiegen auf GeForce Experience, auf dieses Shadow. Ach Mensch, Graf, wie heißt es nochmal? Shadow-Gedöns, Shadow-Aufnahmeprogramm, whatever. Aber selbst da gibt es noch die ein oder andere Schwierigkeit, wo der Mauscursor ab und zu mal verschwindet. Das Ganze hier, der erste Part ist jetzt sozusagen eine Testaufnahme, wie alles aussieht, wie alles klappt. Ich lade es auch gleich hoch und bin mal gespannt auf eure Reaktion, ob ihr euch damit abfinden könnt. Ihr seht es ja dann gleich, was ich meine. Ob ihr generell Bock aufs Projekt habt. Und ja, es gibt mal wieder was von mir zu sehen seit langem. Heroes 3 wollte ich schon immer mal machen. Und jetzt ist es soweit. Plan sieht folgendermaßen aus. Kampagne ist... Also,
Ich bin ja ein sehr großer Kampagnenfreund, aber ausgerechnet bei dem Spiel ist die Kampagne meiner Meinung nach zweitrangig. Wo du am meisten mit Spaß haben kannst, ist in den Einzelszenario. Sind die Einzelszenarien, die sehr viel Spielspaß bringen. aber da das Spiel auf den ersten Blick doch ein bisschen sehr komplex und erdrückend sein kann, fangen wir natürlich mit der Kampagne an. Diejenigen, die es kennen, die wissen Bescheid. Und die Neuen, die das Spiel nicht kennen, ja, ich werde am Anfang nicht gleich alles erzählen, sondern ich werde euch da auch langsam rangewöhnen. Wir fangen jetzt einfach mal an. Das Intro hat ja schon ein bisschen was erklärt. Es gibt verschiedene Völker auf dem Planeten oder auf dem gemeinsamen Kontinent Erratia und die leben halt alle im Krieg und im Frieden miteinander und wie es halt so ist. Ja, wir fangen jetzt mit der ersten Kampagne an, mit der Menschenkampagne. Also Menschen sozusagen. Lang lebe die Königin. Lang lebe die Königin. Kampagnenbeschreibung. Als wir gelandet waren, wurden die Gerüchte und unsere Befürchtung bestätigt. Nach dem Tod meines Vaters wurden die Ländereien Erratias von seinen gierigen Nachbarn unter sich aufgeteilt. Heimkehr-Szenario-Beschreibung. Um zu gewinnen, müsst ihr die Stadt Terraneus ausfindig machen und erobern. Eure Helden dürfen in diesem Szenario nicht höher als Stufe 6 aufsteigen, aber eure 4 stärksten Helden werden euch in das nächste Szenario dieser Kampagne begleiten. So. Alles klar. Also höher als Stufe 6 geht nicht und die 4 besten Helden kommen mit. Ich glaube, man kann bis zu 8 Helden pro Spiel haben. Mit was für einem Bonus fangen wir an? Das Erste-Hilfe-Zelt ist absoluter Rotz, meiner Meinung nach. 14 Pekeniere sind nicht schlecht am Anfang. Eure Schatzkammer erhält jeweils 5 Quecksilber, Schwefelkristalle und Edelsteine zusätzlich. Uff, das ist auch einiges wert. Ich gehe trotzdem mit den Pekinieren. Ich will gleich zu Anfang ein bisschen mehr Stärke haben. Ein bisschen mehr Truppenstärke. Nach unserer ersten Landung entdeckten wir einen verwüsteten Vorposten. Informationen sind rar und meistens unzuverlässig. Bewohner angrenzender Dörfer sind geflüchtet. Letzte Überlebende erzählen widersprüchliche Dinge, aber alles deutet auf eine Naien-Invasion hin. Sammelt die lokalen Truppen und bildet sie schnell aus. Vernichtet alle feindlichen Kräfte, die euch begegnen. Rechnet mit dem Schlimmsten. Rechnet mit einem Krieg. Oha, okay. Von Catherine Ironfist, Königin von Enroth. General, unsere erste Landung deutet auf eine Invasion der Dungeon Overlords aus Naien hin. Also das ist eines dieser Völker, Naien, also die Overlords genannt, die Typen, die meistens im Untergrund leben. Diese Leute sind schon seit 30 Tagen unter der militärischen Herrschaft Naiens. Wir nehmen an, dass die angrenzenden Städte Plinth, Mirham und Trilia, ebenfalls unter der Kontrolle der Naien oder Eofol stehen. Ich glaube, Eofol sind die Teufel. Es ist Teufelvolk da. Werdet ihr dann noch sehen. Lasst euch nicht irritieren. Andere Generäle sind ausgeschwärmt, um die Ausmaße dieser Gebietsverletzung zu bestimmen. Eure Aufgabe für diese Gegend ist einfach. Etabliert einen Stützpunkt, heuert ortsansässige Söldner an, bestimmt das Ausmaß der Naien-Invasion und findet ihre Invasionsrouten. Falls ihr ihren Hauptstützpunkt sichern könnt, werdet ihr die übrigen Truppen schnell eliminieren können. Viel Glück. So. Jetzt erstmal ein bisschen zum Interface, hier zum Bild an sich, bevor es losgeht. Also klar, ich hoffe, man sieht die Maus. Wie gesagt, ich habe echt Mausprobleme hier in dem Spiel. Nicht während dem Spiel, sondern tatsächlich nur, wenn die Aufnahme läuft. Und dann auch nur im fertigen Projekt. Fangen wir erstmal rechts an. Also rechts oben ist die Minikarte, ganz klar. Dann haben wir hier das Bild von unserem aktuellen Helden. Hier sind seine Statistiken, das ist der Christian. Der hat 2 im Angriff, 2 in der Verteidigung, 1 in der Zauberkraft und 1 im Wissen, also sozusagen wie viel Mana, wie viele Zauberpunkte ich zur Verfügung habe. Moral und Glück sind beide noch auf negativ, wobei, ja, ich glaube, Moral geht bis zu 3 und Glück auch. Und
ja, wie es jetzt im Negativen, weiß ich gar nicht, ausschaut, kann ich euch gar nicht sagen. Wenn wir einen Doppelklick auf unseren Christian machen oder nur einen einfachen Klick, dann haben wir noch mehr. Also sehen dann hier die Angriff, Verteidigung, Zauberkraft und Wissen sehen wir nochmal. Wir sehen die Spezialisierung. Jeder Held eines jeden Volkes ist auf ein bestimmtes anderes Ding spezialisiert. Also er hier ist zum Beispiel für Ballister spezialisiert. Wir haben, wenn wir da mal einen Rechtsklick drauf machen, erhöht Angriff und Verteidigung aller Ballisten für jede erreichte Stufe nach der vierten Stufe. Aha. Gut. Nicht zu lang mit befassen. Erfahrung. Wir haben 89 Erfahrungen. Nächste Stufe, also Stufe 2 gibt es dann bei 1000 Erfahrungen. Das heißt, es fehlen noch 911. Zauberpunkte 10 von 10 Mana. Ja. Und dadurch, dass wir die... Aha. Deswegen ist hier... rechts unten nochmal, ist unsere Moral nicht neutral oder negativ, sondern schon 1 im Plus. Weil die Führung, einfache Führung, ergibt eine einfache Moral. So, Logbuch. Was ist ein Logbuch? Braucht man nicht. Ist Quatsch. Ja, komm, geh weg. Wir kriegen das jetzt wieder weg, den Shit. Oh Gott. What the fuck? Ja. das sind unsere Ausrüstungsgegenstände, da können wir unseren Charakter mit allen möglichen Dingen buffen, ähnlich wie bei Diablo zum Beispiel, alle möglichen Sachen anziehen. Hier unten sind dann die doppelten. Held entlassen, das machen wir jetzt nicht. Das Einzige, was wir immer haben, ist ein Katapult, das steht auch immer kostenlos zur Verfügung für Belagerung. Und hier unten 31 Pikiniere haben wir momentan dabei. Das hier sind dann einfach so ein bisschen, ja, wie sieht's in unserem Königreich allgemein aus, wie viele Helden gibt es, wie viele Minen haben wir hier unten. Goldmine haben wir keine, Edelsteinmine haben wir keine, Kristallhöhle haben wir keine, Schwefelfelder haben wir keine, Erzgrube haben wir keine, Alchemistenlabor für Quecksilber haben wir keins und ein Holzfällerlager haben wir auch keins. Dafür kriegen wir durch unsere Stadt 500 Einnahmen jeden Tag. Und hupsala, ich muss ein bisschen aufpassen, wenn ich zu weit nach... Ja, das ist mein Problem. Ich spiele zwar im Vollbildmodus, aber durch den zweiten Bildschirm, wenn ich da nach rechts auf den zweiten Bildschirm mit der Maus rüberrutsche, stockt das Spiel. Also nicht wundern. Ist nicht euer Video, das kaputt ist oder so. Es ist einfach nur, wenn ich aus dem Spiel aus Versehen raus habe. Ja. Dann gibt es noch die Underworld. Die meisten Karten oder die meisten Level, nenne ich es jetzt mal, haben eine Overworld und eine Underworld. Zelt können wir aufschlagen. Was für Zauber uns momentan zur Verfügung stehen. Hier steht doch nochmal, dass wir 10 Mana haben und so weiter und so fort. Das ist ja ganz ein Scheißdreck. Und so weiter und so fort. So. Anhänger. Eine Gruppe Bogenschützen will dem Wunsch nach Ruhm und Ehre. Mit dem Wunsch nach Ruhm und Ehre will sie euch anschließen. Ja, die nehmen wir mit. Und jetzt sehen wir es hier unten. 22 Bogenschützen haben uns angeschlossen. Das ist jetzt natürlich alles kampagnentechnisch, ne? Dann nehmen wir noch weitere mit. Hier gibt es noch zusätzliche Pekiniere. Das sind die ganzen Jungs, die wir an uns reißen können. Und wir laufen mal in unsere Stadt rein. Bam! So sieht unsere Stadt aus. Ist ein bisschen schwierig, am Anfang von jedem verschiedenen Volk das Hauptgebäude zu finden. Aber das kleine... Taverne ist es nicht, aber das kleine Haus hier ist unser Hauptgebäude. Und mit diesem Hauptgebäude können wir alle anderen Gebäude bauen. So, ausgegraute sind kampagnentechnisch jetzt leider nicht zur Verfügung. Da können wir jetzt auswählen, was machen wir zuerst. Ne? Rechtsklick können wir auch jedes Gebäude nochmal Informationen. Ich will mich da jetzt gar nicht zu lange befassen. Hier oben sind die ganzen Gebäude, die wir die Voraussetzung für andere Gebäude sind oder die generell mit dem Stadtbau zu tun haben oder die für die Stadt förderlich sind. Diese, was sind es, 9 Gebäude? Und hier unten haben wir unsere Truppengebäude. Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5, Tier 6 und Tier 7 ist leider gesperrt. Also jedes Volk hat 7 verschiedene... ich nenne es jetzt mal Streitkräfte zur Verfügung. Das Schwächste ist Tier 1 und das Stärkste ist Tier 7, logischerweise. Wobei jede Truppe von jedem verschiedenen Volk auch eigene Vor- und Nachteile hat und so weiter und so fort. Momentan haben wir schon das Wachhaus. Rekrutierung von Hellebardenträgern. Den Geschützturm haben wir. Können wir Bogenschützen oder die Weiterentwicklung sind Scharfschützen. Na, also ich nenne es jetzt mal in der Overmap.
sehen wir die Dinger jetzt hier. Ich hoffe, die Maus ist da, wenn ihr Pech gehabt. Ja. Und ihr seht, hier unten ist mein Christian mit seinen aktuellen Truppen. Und oben drüber sind die Truppen, also neben dem roten Banner, sind die Truppen, die jetzt hier schon bereit stehen für uns. So, und da können wir jetzt auch einfach mal... Hellebardenträger ist die Weiterentwicklung von Pikeniere. Scharfschütze ist die Weiterentwicklung von Bogenschütze. Also da sehen wir auch recht eindeutig, dass wir einiges zur Verfügung haben. Man kann jedes Truppengebäude einmal upgraden und so die Weiterentwicklung freischalten. Warum können wir jetzt noch keine Kaserne bauen? Die Kaserne dient zur Rekrutierung von Schwertkämpfern, also unsere Tier 4 Kämpfer. Benötigt aber eine Schmiede haben wir noch nicht. Die kostet 1000 Gold und 5 Holz. Und unten sehen wir ja unsere Rohstoffe. So, wir fangen jetzt aber trotzdem mal mit dem aufgemotzten Geschützturm an. Dingenskirchen. Damit wir jetzt auch einfach Scharfschützen haben. Wir haben zwar hier oben schon welche, aber damit wir sie jetzt auch bauen können und die vorhandenen Bogenschützen zu Scharfschützen upgraden können. So. Zack, dann ziehe ich mir die hier oben runter. Ziehe die Jungs noch mit rein. Ziehe die 6 Schwertkämpfer mit rein. Und dann gehe ich ja wieder raus und dann kann ich in der Karte rumlaufen. So. Was ist das Ziel? Möglichst, also mal abgesehen von Gegner besiegen, klar, aber wie gehe ich strategisch immer ran ans Spiel? Ich versuche mir 3, 4, meistens sind es 3 oder eher 4, je nach Größe der Karte, Helden zusammenzuraffen und die so stark wie möglich zu machen. Indem wir einfach Level grinden. Wobei am Anfang hieß es ja, szenariobedingt kommen wir im ersten Level jetzt hier nicht höher als Stufe 6 pro Held. Ist nicht schlimm. Ja. Aber dafür können wir mehrere Helden nutzen. Stufe 6, also bis zu 8 Helden, aber nur 4 kommen ja weiter. Stufe 6 heißt nicht gleich Ende, denn wir können auch diese Werte weiter steigern. Theoretisch bis ins Unendliche. Also Stärke, Abwehrkraft, Zauberkraft und Mana-Punkte. Theoretisch bis in die Unendlichkeit. Wir müssen nur die gewissen Gebäude dafür finden. Was ich damit meine, zeige ich euch gleich. Auf der ganzen Karte sind alle möglichen Sachen verteilt, wie zum Beispiel Minen, Gegner, wie jetzt hier oben zu sehen, also wilde Gegner, Schatztruhen, Schrein der magischen Gesten, wo wir weitere Zaubersprüche lernen können, Aussichtstürme, die die Karte aufdecken und so weiter und so fort. Ich schnapp mir jetzt die Schatzkiste. Nachdem ihr den Gegenstand des Camps habt, stolpert ihr über eine versteckte Schatzkiste, ihr dürft euer Gold nehmen. Oder es unter den Bauern verteilen und Erfahrung sammeln. Wofür entscheidet ihr euch? Gut, da wir eh beschränkt sind mit den Leveln, sage ich Gold. 27.000 ist am Anfang echt ein Haufen Holz. So viel werden wir nicht brauchen, aber ich gehe trotzdem erstmal mit dem Gold. So, und kann jetzt noch ein Stückchen weiterlaufen. Jetzt kann mein Held an diesem Tag nicht mehr weiterlaufen, denn er hat hier mit diesem grünen Balken nur begrenzt Energie, wie weit er an einem Tag laufen kann. Das hängt auch ein bisschen von der von unseren Truppen ab, wie weit die generell laufen könnten. Hier jetzt unter ja, neben der 90 rechts steht ja Geschwindigkeit abgekürzt und da ist eine 4. Also das heißt, der Trupp hat generell eine Geschwindigkeit von 4, die haben eine Geschwindigkeit von 6, die von 5 und die Schwertkämpfer auch von 5. Das heißt, die Pikeniere sind unsere langsamsten mit Geschwindigkeit 4 und bremsen somit den Allgemeintrupp etwas aus. Ich will es jetzt gar nicht so kompliziert machen. Wir gucken mal in die Taverne, welche weiteren Helden wir uns hier zulegen können. Ihr seht schon, also der Linus, der zählt jetzt auch noch zum Menschenvolk. Ich nenne es jetzt einfach Menschenvolk. Hat 1 Angriff, 0 Verteidigung, 2 Zauberkraft, 2 Zauberwissen, ist eher so magisch unterwegs. Seine Spezialität ist das Gebet. Gebet ist ein Zauber. Und er kann schon die einfache Weisheit und das einfache Lernen. Bringt außerdem, wenn wir ihn jetzt rekrutieren würden, 16 Pikeniere und 5 Bogenschützen mit. So machen wir jetzt einfach mal. Wir kaufen uns den, kostet 2,5. Zack. Und dann haben wir ihn. Die Taverne wird automatisch nachgefüllt. Die nächste Heldin, die Lorelei, gehört nicht zu unserem Volk, sondern zu den Overlords. Stufe 1. Steht sogar dabei. Ach nee. Also zu den Neon, eigentlich zum verfeindeten Volk. Lasst euch davon nicht irritieren, ist egal. So, den habe ich mir jetzt noch gekauft, den Knecht. Mit dem kann ich jetzt auch rumlaufen. Und ihr seht, ne, die Pfeile sind grün, weil wir noch Laufenergie haben. So, einfach mal ein bisschen die Karte erkunden.
Was haben wir gelernt? Zertrümmern. Okay, nice. Ich habe ja hier auch noch ein Zauberbuch, wenn wir uns das Zauberbuch mal aufmachen. Luftmagie, Erdmagie, Feuermagie und Wassermagie. Was haben wir jetzt gelernt? Gar nichts, ne? Ja, geil. Warum? Hä? Warum sehe ich das jetzt nicht? Das sind die hier sind die Kampfzaubersprüche. Okay, und das hier sind Abenteuerzaubersprüche, also für die Overmap oder so. Genau. Kampfzaubersprüche alle bitte zeigen. Also hier kann man sie nach Elemente ordnen und hier zusammenführen. Alle Elemente. Eile, Segen, Schild, Zertrümmern. Was ist Zertrümmern? Was haben wir jetzt überhaupt gelernt? Reduziert die Verteidigungsstärke der auserwählten gegnerischen Einheit. Dieser Zauber kann mehrmals auf einen einzelnen Gegner gerichtet werden. Gut, wir haben da nicht mal gekämpft. Aber wir können es. Sehr gut. So, da vorne sind ein paar Jungs. Viele Goks bewachen ein Haus. Viele Inferno-Troglodyten bewachen hier eine Erzmine und so weiter und so fort. Wenn wir nichts mehr machen können, also sprich fertig gebaut haben oder auch nicht bauen wollen, alle unsere Helden, alle ihre Punkte, Laufpunkte und Angriffspunkte oder whatever verbraucht haben, können wir den Tag beenden mit der Sanduhr. Das habe ich jetzt aus Versehen aus Gewohnheit geklickt, ohne es euch zu erklären. Dann ist der Gegner mit seinem Zug dran und wir beenden Monat 1, Woche 1, Tag 1, springen auf den Tag 2. Jede Woche hat 7 Tage und jeder Monat hat 4 Wochen, so. Ein von Mirheim zurückgekehrter Späher betritt den Innenhof von What? Carolith und berichtet, Mirheim ist von Truppen aus Eofol und Nihon besetzt worden. Aha, gut. So, Tag 2, hier unten ein schönes Bildchen. Und alle unsere Truppen oder alle unsere Helden haben wieder volle Laufstärke. Das Mana wurde ein bisschen aufgefüllt. Wir können wieder ein weiteres Gebäude bauen. Ja, ich gucke jetzt mal, dass ich mich der Kaserne annäher. Ach, siehst du, den Greifenturm haben wir ja auch schon. Dass ich mich der Kaserne annäher, weil ich möchte auch Schwertkämpfer bauen können. Das heißt, wir benötigen eine Schmiede. Die Schmiede rüstet eure Armee mit Ballisten aus. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt, sind Kriegsgeräte, okay. Aber wir brauchen die Schmiede auf jeden Fall. Hier wurde sie jetzt schön hingeknallt. Um in der nächsten, am nächsten Tag, hier Dingenskirchen. Schwertkämpfer, das Gebäude für Schwertkämpfer bauen zu können. So. Auf, wir sind wieder rausgetappt. Laufen wir mit dem Christian noch eins weiter. Hier liegt eine kleine Menge Erz, 7 an der Hand, lag hier einfach so auf dem Boden rum, haben wir mitgenommen. Und ich möchte jetzt hier die Sägemühle erobern. Dafür müssen wir einfach nur reinlaufen in das Gebäude, dann gehört zu uns. Wird dann auch mit so einem farblichen Banner markiert. Wir haben ja das rote Banner, wir sind ja die rote Farbe. Auch auf der Minimap gut zu erkennen. Dann müssen wir jetzt aber hier erstmal in den vielen Inferno-Troglodyten vorbei. Eingeschüchtert von eurer Stärke, eurer Streitkräfte, von der Stärke eurer Streitkräfte, beginnen die Inferno-Troglodyten zu flüchten. Wollt ihr sie verfolgen oder angreifen? Wenn wir jetzt Nein machen, gibt es keinen Kampf und die hauen einfach ab, aber wir wollen sie jetzt mal verfolgen. Damit ihr mal einen Kampf seht. So, und jetzt beginnt auch schon mein Aufnahmeproblem. Der Mauscursor ist leider verschwunden. Ihr seht quasi nur an den grauen und an dem noch graueren, fast schon schwarzen Feld, wo ich gerade meine Maus bewege. So. So sieht ein typisches Kampfbild aus in diesem Spiel bei Heroes. Hier stehen meine Truppen. Ein paar Informationen zur Truppe. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel bei den Scharfschützen bin, ne, so haben wir oben das Bildchen, 66 Truppen sind jetzt hier in diesem einen Mannequin vereint. Haben einen Angriff von 6 bis 9, Verteidigung von 3 bis 6, einen durchschnittlichen Schaden von 2 bis 3, ist alles random. Also ob er jetzt 2 oder 3 Schaden macht. Ein Schwertkämpfer zum Beispiel kann 6 bis 9 Schaden machen, also ein Schwertkämpfer. Wenn ich jetzt 6 Schwertkämpfer zusammenrechne, heißt ich kann einen Schaden von 6x6 sind 36 bis 54 im Bestfall machen. Irgendwo dazwischen wird es dann liegen. So. Die haben eine Moral von 2, das heißt erhöhte Chance, nochmal Moral zu erreichen. Was heißt Moral? Wenn ich den jetzt abknall und er überleben sollte, er wird es nicht tun, das weiß ich, habe ich die Chance, dass die Moral prockt und er danach nochmal angreifen darf. Oder sich verteidigen darf oder einfach warten kann. Je nachdem, was ich will. So, und Glück heißt einfach nur ein kritischer Treffer.
Die Besonderheit beim Scharfschützen ist jetzt, sieht man unten, also in diesem Scharfschützenbildchen unten links, dass er zweimal schießen kann. Lasst euch jetzt nicht zu sehr von den ganzen Statistiken hier verunsichern. Wir greifen jetzt hier einfach mal den Stack Troglodyten an. Eins, zweimal geschossen, der ist gleich down gegangen. Die 30 Troglodyten hat natürlich wenig Chance gegen die 66 Scharfschützen. Troglodyten sind von Nihon, also sind von den Overlords, die Tier 1. Und Scharfschütze ist bei mir Tier 2. Da hätten wir jetzt Angriff mit der Verteidigung und Lebenspunkte gegenrechnen können und so. Aber mit der Zeit kriegt man ein Gefühl für. Weil das mache ich nie gegenrechnen, außer es wird knapp. So, die Jungs sind besiegt. Wir reiten hier rein und kriegen pro Tag 2 Holz. Dank der Holzmühle. Außerdem liegt hier noch ein bisschen Holz rum. Nochmal 8 Stück gefunden. Geil. Nächste Schatzkiste. Gold, her damit. Und da vorne ist das nächste Gebäude, ein Stall. So, aber wir haben jetzt leider keine Laufpunkte mehr. Das heißt, wir wechseln auf den anderen Helden. Linus, der hat natürlich nicht so viele Truppen. Und man muss immer ein bisschen aufpassen, was hier steht. Viele Troglodyten und viele Goks. Das ist eins der fiesen Dinge bei dem Spiel, an die ich mich bis in über 400 Spielstunden immer noch nicht rangewöhnt habe. Wie viel sind wenige, wie viel sind viele, wie viel sind einige, wie viel sind eine Horde, wie viel ist ein Trupp, wie viel ist eine Armee, wie viel ist eine Legion, lauter so Sachen. Ich glaube, wenige sind, lass mich nicht lügen, 0 bis 3, viele sind 4 bis 9, einige sind 10 bis 20 oder so, ein Haufen sind 20 bis 40, also daran kannst du ungefähr erkennen, was da alles auf dich zukommt. So, die Goks sind Fernkämpfer, das weiß ich. Mit denen möchte ich mich jetzt nicht unbedingt anlegen, sondern eher mit den Inferno-Troglodyten. Aha. Gut, es sind jetzt 22. Ja, kann natürlich alles ein bisschen variieren, aber in diesem Rahmen bewegen sich die Dinger. So, was machen wir? Wir haben unten, das seht ihr jetzt leider nicht, weil meine Maus ja nicht angezeigt wird, ganz unten links die zwei Zahnräder, Kampfoptionen. Achso, Musiklatsche, das lassen wir, das brauchen wir nicht. Nebendran ausgekraut ist Kapitulation, daneben dran können wir einen Rückzug, uns einfach quasi so aus dem Kampf verpissen, verlieren den Helden, verlieren alle Einheiten, alles ist weg. Einziger Vorteil, den wir dadurch hätten, wir schenken dem Gegner keine Erfahrung, wobei das hier neutrale Mobs sind und kein anderer NPC oder Spieler. Von daher ist wurscht. Autokampf. Dann haben wir keine Kontrolle mehr über den Kampf und der Computer erledigt den Kampf für uns. Das will ich auf keinen Fall. So, rechts unten haben wir dann das Zauberbuch. Mit den Zaubersprüchen abwarten und verteidigen. Wenn ich das Zauberbuch öffne, kann ich einmal pro Runde einen Zauber zaubern. Ich will euch nicht überfordern, von daher lassen wir das jetzt erstmal, weil hier nichts Sinnvolles aktuell dabei ist. Die Pikeniere blinken hier so fröhlich in der Gegend rum. Das heißt, soweit kann ich sie bewegen innerhalb dieser Felder. Sagen wir jetzt, wir gehen jetzt einfach mal hier hinter diesem Baumstumpf. Deckung gibt oder sowas gibt es nicht. Aber es gibt Hindernisse, wie ihr hier zum Beispiel seht, um diesen Teich rum und auf den Baumstumpf können wir uns auch nicht stellen. Das kann man sich so ein bisschen strategisch zunutze machen. Ja. Die Bogenschützen will ich nicht bewegen, die bleiben hier einfach stehen, weil wenn sie sich einmal bewegt haben, können sie in diesem Zug logischerweise nicht mehr schießen. Ich kann aber mit dem Bogenschützen einfach warten. Das machen wir jetzt mal. Das heißt, die anderen Jungs laufen zuerst und danach sind meine Bogenschützen jetzt wieder dran und ich könnte sie jetzt abschießen. Was hat das jetzt gebracht? Ihr seht den Unterschied. Ne, seht ihr nicht, weil ihr meine Maus nicht seht. Also dieser Stack, diese 6 Jungs, auf die habe ich jetzt schon volles Aim und auf die hinteren habe ich nur halbes Aim. Je nachdem, wie nah mein Scharfschütze oder wie nah der gegnerische Trupp an meinem Scharfschützen dran ist. Halbes Aim heißt, ich mache nur halben Schaden, weil die zu weit wegstehen. Volles Aim heißt, ich mache vollen Schaden, weil die nah genug dran sind. Dem drücken wir jetzt einfach mal einen Schuss rein. 2 sind gestorben. So. 19 zu 6. Zack, ohne Probleme gekillt. Ich drücke dir jetzt nochmal einen rein. Weil die kommt mir gefährlich nah. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ich könnte jetzt hier hinlaufen und den Knecht hier killen. Will ich aber nicht, denn ich will meine Bogenschützen nicht unbeaufsichtigt lassen. Das heißt, ich laufe so weit runter wie möglich. Hätte jetzt gern
ihn hier gekillt, aber soweit kann ich nicht laufen. Es sei denn, ich zauber eine Eile. Erhöht die Geschwindigkeit der auserwählten Einheit. Mit diesem Spell kann ich wesentlich weiter laufen. Hahaha. Knall ich dich ab. Und mit euch laufe ich hoch und mach den restlichen Trupp fertig, ohne irgendwelche Verluste zu erleiden. Geil. Also ihr seht's, ne? Rundenbasierendes Strategiespiel. Ja, man muss da schon ein bisschen mit Taktik rangehen. Sammeln wir mal das Erz auf, sichern uns die Mine, das ab morgen Ertrag abwirft. Und können hier noch den Mammutbaum-Observatorium besuchen. Der deckt dann so ein bisschen die Karte auf. Von der Spitze des Observatoriums könnt ihr ferne Länder sehen. So, wie viel haben wir jetzt aufgedeckt von der Karte? Aha, schon einiges. Gut. Hier sind ganz viele verschiedene Dinge. Neutrale Trupps, da ist eine Mühle, da ist ein Söldnerlager, da ist ein Garten der Enthülle und so weiter und so fort. Hier haben wir nochmal eine Schatzkiste. Ich wähle jetzt mal Erfahrung aus. Vielleicht habe ich Glück und kriege eine neue Stufe. So, dank der Erfahrung sind wir jetzt Stufe 2 mit Linus. Und können jetzt auswählen. Nehmen wir die verbesserte Weisheit an oder einfache Luftmagie. Verbessert oder Experte heißt immer, wir besitzen diesen Spell schon. Und einfach heißt, er würde neu hinzukommen. Ich entscheide mich jetzt für die Luftmagie. Was bringt es? Die einfache Luftmagie reduziert die Kosten für Luftmagie-Zaubersprüche. Das machen wir jetzt. Zack. Und wenn wir uns jetzt unseren Helden angucken, sehen wir, aha, der hat nicht nur die einfache Magie und das einfache Lernen, sondern jetzt auch einfache Luftmagie. Man kann bis zu 8 verschiedene Fähigkeiten haben. Es gibt mehr als diese 8 Fähigkeiten. Man muss natürlich weise wählen und ein bisschen Glück gehört auch immer dazu, was einem vorgeschlagen wird. Aber wenn ich Weisheit, Luftmagie, Lernen schon kann, die hier aufgeführt werden, dann kann ich sie auch nicht mehr vergessen. Also ich ja, so, entschuldigt bitte, da gab es schon ein technisches Problem. Mein Aufnahmeprogramm ist dann doch nach 32 Minuten exakt abgestürzt. Ja, ich habe es leider nicht ganz mitbekommen, von daher, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie ich den Satz zu Ende führen wollte. Ich glaube, irgendwas mit dem Zauberbuch habe ich erzählt. Ja, genau, wenn du die 8 Dinger hier voll hast, dann kannst du nichts zusätzlich mehr lernen oder eins der bestehenden vergessen, also müssen wir weise wählen. Ja, weil es gibt gute Perks, es gibt schlechte Perks, es gibt Perks, die absolut wichtig sind, es gibt Perks, die kein Schwein braucht. Genau, ich mach's kurz. Leute, beschreibt mir mal bitte, wie ihr es bis jetzt fandet. Und die Leute, die es kennen, macht's euch trotzdem Spaß. Also im Sinne von, weil ich halt so viel erkläre, oder die Leute, die es nicht kennen, ist euch das zu viel Gequassel? Habt ihr generell Interesse an dem Spiel, dass ich es weiterspiele? Dass überhaupt mal wieder was von mir kommt? Also keine Panik, ich erzähle natürlich nur am Anfang so viel. Später haben wir dann richtig schönen Spielfluss, uns kracht und ihr wisst auch Bescheid, wie der Hase läuft und so weiter und so fort. Und dann petzen wir hier alles durch und machen danach noch die ganzen Szenarien. Also ich habe vor, ein großes Projekt draus zu machen. Ihr müsst mir halt nur sagen, gefällt's euch? Habt ihr Interesse dran? Ist es generell was für euch? Könnt ihr es euch vorstellen? Macht Spaß, hin und her. Einfach mal ein bisschen Feedback geben, ja. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, euer Sluxy. Ciao.